Hallo im Küchengarten. Endlich ist es soweit. Das Dauerregenwetter ist vorbei. Ab nächster Woche soll es tagsüber bis zu 25 Grad bekommen und in der Nacht zwischen 12 und 15 Grad. Das tut so gut, denn dieser extreme Regen und die Kälte, die damit einherging, schlugen einerseits aufs Gemüt, also mir zumindest, und andererseits machte es mich so gar nicht an, in den Garten zu gehen und dort etwas vorwärts zu bringen. Obwohl schon dringend was zu tun war, denn die Eisheiligen sind seit Mitte Mai vorbei und somit können auch die wärmeliebenden Pflanzen wie Zucchini, Gurke, Kürbis, Physalis, Aubergine, alles schon nach draußen ins Beet. Sie müssen sogar raus ins Beet, damit sie im Wachstum vorwärts machen können. Meine Tomaten habe ich trotzdem schon nach draußen gesetzt. Auch meine Paprika sind jetzt schon im Beet. Und jetzt, nachdem es endlich schön war, habe ich richtig Gas gegeben und meine Gurken und Zucchini und auch den Kürbis schon ins Freie gesetzt. Hinter mir seht ihr meine Kartoffeltonnen. Die schauen Gott sei Dank auch richtig gut aus. Also ich glaube, da ist nichts verfault. Jetzt habe ich noch mal eine neuerliche Düngergabe gegeben, damit sie jetzt so richtig schön in die Knollenbildung gehen können. Und gefällt mir eigentlich richtig gut. Es gibt auch ein großes Update in Bezug auf die Kunstbrut der steirischen Steinpipperl, die ich ja vor einiger Zeit bei mir gestartet habe, aber dazu komme ich später im Video, also unbedingt dranbleiben. Dann gab es ein anderes großes Projekt, was ich unbedingt jetzt im Frühling in Angriff nehmen wollte. Ich habe mir mit Pilzmyzel infizierte Dübel bestellt von drei verschiedenen Sorten und damit kann man eben Baumstämme impfen, die dann über 4 bis 5 Jahre hinweg, kommt auf die Dicke des Baumstammes an, Pilze produzieren. Das nehme ich mir schon seit Jahren vor, aber in diesem Jahr habe ich endlich mal die Motivation dazu gefunden. Jetzt mussten natürlich Baumstämme her und ich habe einen guten Freund, der hat einen eigenen kleinen Wald und der hat uns erlaubt, dass wir dort einen Baum fällen dürfen. Jetzt war das Wetter allerdings so schlecht, dass sich das um Wochen verzögert hat und sobald jetzt endlich mal ein paar Tage trocken war, sind wir losgefahren in den Wald. Ein Abenteuer, auf das ich euch gerne mitnehmen möchte. Bitte beachtet dabei aber, dass wir keine professionellen Holzfäller sind, aber mit meinem noch so unprofessionellen Video möchte ich euch zeigen, dass jeder etwas auf die Beine stellen kann und etwas weiterbringen kann, wenn er sich nur dran traut, sich informiert und motiviert ist, selbst anzupacken, dann kann man auch die tollsten Projekte auf die Beine stellen. So geht es mir zumindest. Und dann ging es mit dem Auto und dem Anhänger hinauf ins Appenzellerland zum Waldstück meines lieben Freundes Dani. Wie immer mit dabei bei solchen super tollen, aufregenden Projekten meine bessere Hälfte. Der muss schon viel mit mir mitmachen, aber er hat sich mit der Zeit damit abgefunden. Gell, Marcel? Jetzt könnte man meinen, ich setze dem Kerl ganz schön zu, aber versteht das bitte nicht falsch. Das ist die Schweizer stoische Art und Gelassenheit und mein Mann beherrscht dies wirklich bis zur Perfektion. Wir sind jetzt angekommen und das Waldstück von Dani ist nicht direkt an der Straße gelegen. Also müssen wir jetzt hier zuerst durch eine herrliche Blumenwiese. Und jetzt haben wir es an den Fuß der Blumenwiese geschafft. Jetzt betreten wir den Wald, wie wir die Baumstämme möglichst einfach dann hier den Hügel hinauf bekommen. Ist mir noch schleierhaft. Oh, meine Güte. Oh, da hat sogar einen Wildbach. Ist das schön? Das ist der Fellbach. Fellbach. Traumhaft. Hm.
Und der ganze Hang ist voll mit Bärlauch. Aber davon habe ich zu Hause eh selbst genug. Ja, na, das geht ja nicht mit deinen Schuhen. Jetzt hast du die falschen Schuhe an, Marcel. Oh mein Gott! Ja, das war das letzte Mal ja nur so ein Bächlein. Du musst nach links rüber, schau dort. Ja. Also die Ungetümer sind wirklich überall. Hier hinter mir seht ihr jetzt das gute Stück, für das wir uns entschieden haben. Eine herrliche Rotbuche. Der Stamm ist an die 25 cm dick. Genauso soll es sein, zwischen 20 und 30 cm. Und er ist wunderbar hoch. Und den versuchen wir jetzt möglichst einfach zu fällen und nachher in Stücke zu schneiden, damit wir ihn nach Hause transportieren können. Und jetzt zu dem Gerät, das wir verwenden, um den Baum zu fällen. Erstens war die Location natürlich mitten im Wald, das heißt, wir konnten nichts mit Strom verwenden. Entweder war somit etwas Akkubetriebenes oder etwas Benzinbetriebenes ratsam. Wir hatten eine benzinbetriebene Kettensäge mit dabei. Allerdings entschied sich mein Mann dagegen, weil wir nicht die richtige Ausrüstung hatten und so eine Kettensäge natürlich sehr gefährlich ist. Von meinem Schwiegervater haben wir also diese akkubetriebene Säge bekommen und es hat natürlich länger gedauert und war etwas umständlich. Der Baum war aber nicht dicker als 25 cm und da entschieden wir uns dafür, dass Sicherheit vorgeht. Nachdem der Baum gefällt war, haben wir ihn gleich vor Ort in Stücke geschnitten, zwischen 50 cm und 1 Meter lang, weil sie dann noch leicht zu handhaben sind. Als Richtlinie sagt man, der Stamm soll ca. 25 bis 30 cm Durchmesser haben. Hier gilt, je dünner der Stamm, desto schneller braucht das Pilzmyzel ihn auf, je dicker, desto länger muss man warten, bis Pilze geerntet werden können, aber desto länger kann man Pilze ernten. Man sollte aufpassen, dass die Rinde möglichst unverletzt ist, damit sich keine Fremdsporen einschleppen können. Wir haben dann diese Holzstammstücke einzeln nach vorne getragen, um sie auf unseren Anhänger zu laden. Ich kann euch sagen, wir sind ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber es war auch eine schöne Erfahrung. Wir haben etwas geleistet, wir haben mit wenig Einsatz Großes erreicht. Ich kann es euch nur empfehlen, selbst so ein Abenteuer zu erleben. Zurück zu Hause haben wir die einzelnen Stämme in unserer Garage aufgeschlichtet. Die sollen nämlich nun 4 bis 8 Wochen lagern, damit sich die Schutzschicht, die das Infizieren des lebenden Baumstammes mit Pilzen verhindert, abbaut. Und danach kann ich sie mit meinen Pilzdübeln impfen. Ja, und vor einigen Wochen hatte ich ja die Kunstbrut der Hühner für den Küchengarten gestartet. Ich hatte mir ja die Rasse steirisches Steinpipperl ausgesucht, eine bedrohte alte Zwerghuhnrasse. Ich hatte hier in der Schweiz im Raum Luzern einen Züchter gefunden und habe mir 8 Eier bestellt. Das habe ich euch ja in meinem letzten Gartenrundgang-Video gezeigt, wie ich das in meinem Brutautomaten gestartet habe.
In demselben Brutautomaten hatte ich auch schon meine Laufenten ausgebrütet. Dort sind von 5 Eiern nur 2 geschlüpft und beiden musste ich aus dem Ei heraushelfen. Ich habe das damals der Tatsache zugewiesen, dass das Ausbrüten von Enten etwas schwieriger ist als von Hühnern, weil sie eine viel höhere Luftfeuchtigkeit benötigen, um schlüpfen zu können, da die Schale viel dicker ist und auch diese Membran unter der Schale. Dann dachte ich mir, jetzt mit den Hühnern ist es sicher viel einfacher. Denkste, von den 8 Eiern waren überhaupt nur 5 befruchtet und von diesen 5 hat nur ein einziges es geschafft, die Schale selbst anzupicken. Und nachdem ich trotzdem auch noch 24 Stunden zugewartet habe, es heißt ja, man soll nicht aus der Schale helfen, aus dem Ei helfen, weil die Hühner sonst viel zu schwach sind und dann sterben. Aber ich bringe das nie nie übers Herz, wenn das Küken schon mal so stark war, die Schale anzupicken. Weil ich immer daran denke, dass es mein eigenes Versagen war, dass es es nicht geschafft hat. Ja, also habe ich geholfen und das arme Etwas war dann ziemlich armselig. Und nach 2 Tagen haben wir schon gedacht, wir müssen es euthanasieren. Mein Sohn hat dann aber gesagt, nein, gib ihm noch einen Tag. Und ich bin herzlich froh, dass ich das gemacht habe. Denn seht es euch jetzt an. Da wir ja keine Hühner haben und es auch ganz allein geschlüpft ist im Endeffekt, bin ich jetzt die Hühnermami. Guck mal, Bibi. Sie ist sonst viel frecher. Ich glaube, sie ist kamerascheu. Das ist es jetzt. Ich bin wahnsinnig stolz. Es ist richtig stark, es ist groß, es ist frech, passt zu mir. Es läuft überall im Haus mit mir herum. Am liebsten schläft es hier in meinem Schal. Ich habe ihm gezeigt, wie man frisst, ich habe ihm gezeigt, wie man Wasser trinkt. Luki findet das natürlich nicht besonders toll. Der glaubt nämlich, das Hühnchen ist sein Nachmittagssnack. Auf jeden Fall sind wir jetzt unter Hochdruck dabei, das Hühnergehege fertig zu machen, sobald das Hühnchen groß genug ist, dass es nach draußen darf. Und ich habe mir einen professionellen Züchter gesucht. Ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Brutautomaten liegt oder an dem Züchter, dass ich nur so eine schlechte Schlupfrate hatte. Beides habe ich eliminiert. Ich habe mir einerseits einen neuen Brutautomaten gekauft, einen teureren, professionelleren, den man besser einstellen kann. Und andererseits habe ich Andreas Stöckelhuber kontaktiert. Das ist der Züchter des steirischen Steinpipperls aus Oberösterreich. Und er hat mir schnellstmöglich neue Eier zugeschickt von seiner Zuchtgruppe. Schaut unbedingt mal auf seinem Kanal vorbei. Er hat ganz viele Videos über die Hühnerhaltung. Er bietet professionelle Hühnerhäuser an und auch Baupläne für die Hühnerhäuser, wenn ihr Interesse habt, euch das selber zu bauen. Und diese Eier sind momentan in meinem neuen Brutautomaten, damit mein kleines Bibi hier schnellstmöglich Geschwister bekommt. Schön, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart bei mir im Küchengarten. Ich bin gespannt, in den Kommentaren von euch zu lesen, wie euch unsere Abenteuer gefallen haben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen rauf. Ich halte euch über den Brutverlauf meiner neuen Steinpipperleier auf dem Laufenden. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und Freude in euren Gärten und mit euren Gartenprojekten. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!